Gleich oberhalb der Metropole La Paz beginnt eine verborgene Welt. Im Vorort El Alto haben sich die Hochlandindigenen Boliviens ihre heimliche Hauptstadt gebaut. Elena ist Bergsteigerin und braucht für den Gott des Berges eine Opfergabe zum Mitnehmen. Das gibt es in einem sogenannten Hexenladen. Von toten Tierbabys bis zu Kräutern und Tinkturen gibt es hier alles, was den Göttern gefallen könnte. Elena bestellt eine Opfergabe, die den Berg besänftigen soll. Schon das Zusammenstellen der Zutaten, Kokablätter, Kräuter und Figuren aus Zuckerguss, ist ein religiöses Ritual. Wir bitten den Achachila, den Berggott, um Erlaubnis, damit wir ohne Schwierigkeiten, ohne Probleme aufsteigen können und wir alle den Gipfel erreichen. Dazu bringen wir dem Berg immer eine Opfergabe. Auf uns wirken die Hexenläden wie ein Fenster in eine Parallelwelt, deren Kultur nie von uns Europäern gestört wurde. In der die menschlichen Probleme vertraut sind, die Hilfsmittel aber gänzlich andere. Wo der Respekt vor den Naturgöttern das Maß der Dinge ist. Hinter den modernen Fassaden El Altos stehen ganze Straßenzüge im Rauch der Opferfeuer. Diese kann man mieten, um die alten Götter gnädig zu stimmen, für was auch immer einem auf dem Herzen liegt. Uralte Rituale, die auch die spanischen Missionare nie vertreiben konnten. Hier schaut Jesus immer in die andere Richtung. Elena ist eine von 14 Cholitas Escaladoras, indigene Frauen, die Berge besteigen. Eine kleine Revolution, denn das war in Bolivien stets reine Männersache. Seit die Cholitas auf die Berge gehen, sind sie für viele Frauen zum Vorbild geworden. Sie tragen den traditionellen Rock und gehen damit klettern. Das macht uns stolz. Sie sind fleißige Bolivianerinnen und mutig. Das gilt aber auch für diese Frau, die hier Gemüse verkauft, oft in der Kälte, in der Sonne. Um etwas zu erreichen, kämpfen wir Frauen Tag für Tag. Das ist unser Kampf, der Kampf der Frauen in den Röcken. Der Zusammenhalt ist entscheidend. Frauen werden in Bolivien oft diskriminiert. Deswegen ist es den Cholitas wichtig, auf den Gipfeln der Anden ein Zeichen zu setzen. Feminismus zu Fuß. Die Bergschuhe sind das einzige Zugeständnis an die harschen Bedingungen. Ansonsten bleibt es bei der Tracht, egal wie unpraktisch sie ist. Für Elena ist es wichtig, dass ihre Kleidung der Tradition entspricht, damit niemand sagen kann, sie hätten geschummelt. Ich trage hier einen Unterrock. Ich habe gerade 4 Lagen an. 1, 2, 3 und 4. Und das hier ist der Rock, den wir immer anbehalten, weil wir ihn von klein auf tragen. Wir sind sehr stolz darauf, mit unseren Röcken klettern zu können. Und deshalb wollen sie mit ihnen ganz nach oben, frei und selbstbestimmt. Vor allem, wenn sie Tracht tragen, werden Frauen in Bolivien oft nicht ernst genommen. Für viele gelten sie als rückständig und gehören an den Herd. Auch Elena und ihre Freundinnen, die im Hochland aufgewachsen sind, wurden so erzogen. Für sie galt es, beim Tragen zu helfen und zu kochen. Die Gipfel aber waren tabu. Unerreichbar. Das Basislager stets Endstation. Als wir mit dem Klettern anfingen, wurden wir stark diskriminiert. Man sagte uns, eher wird der Schnee schmelzen, als dass ihr klettert. Es gab eine Menge Machismo, denn bisher kletterten nur Männer auf die Berge. Deshalb haben wir uns erst recht das Ziel gesetzt, den Gipfel zu erreichen, die Spitze zu erobern und es so den Männern zu zeigen. Vor ein paar Jahren haben sich die ersten von ihnen einfach über die Regeln hinweggesetzt, sind mit auf einen Gipfel gelaufen. So fing alles an. Ihre Ehemänner akzeptieren es inzwischen. Und so brauchen sie heute nur noch den Segen der Pachamama, der Mutter Erde, und von Achachila, dem Berggott. Und dafür haben sie das Opfer mitgebracht. Um 3 Uhr morgens verlassen wir das Basislager. Im strengen Frost der Nacht ist das Eis des steilen Gletschers, über den wir müssen, am härtesten. Bis zum Morgengrauen halten wir nicht an
Gleichmäßig wie ein Uhrwerk arbeiten sich die Cholitas nach oben. Für uns wird spätestens ab 5000 Metern über dem Meer jeder Schritt zur Qual. Das Gefühl, statt Luft nur Leere zu atmen, wird uns bis zum Gipfel begleiten. Den Cholitas aber macht das nichts. Nach 7 Stunden sind wir oben. Der Gipfel auf 5330 Metern. Der Jubel gilt dem Berggott, der mal wieder gnädig war. Gnädig auch mit uns Gringos. Das erste Lächeln des Tages und die erschöpfte Erkenntnis, dass wir hier oben wirklich gar nichts zu melden haben. Dies ist die Welt der Cholitas Escaladoras. Für uns ist es sehr wichtig, in unserer Tracht auf den Gipfel zu kommen und unsere Röcke im Wind flattern zu lassen. In den Bergen sind wir glücklich, als würden wir fliegen. Selbstbestimmt und frei, wenigstens hier oben. Eine kleine Revolution. Und doch noch weit entfernt vom Alltag vieler Frauen, unten im Schatten der Gipfel.